Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Witch and the Wii Edition. Wo ist mein Handy? Irrelevant. Ich habe ja noch ein iPod hier liegen. Mit Stoppuhr. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Morrowind. Doch, ich würde sagen, nach diesen zwei Erdbeben und unserem fehlgeschlagenen Aufräumversuch. Ja, zum 100. Male. Ich bin Bretone. Ich wurde in Hochfels geboren und dann bin ich hierher gekommen. Ich komme nicht aus Reach. Ich weiß, wer ihr seid, Anton, und woher er stammt. Ach ja, Hochfels. Ach ja, Hochfels, Heimat der köstlichen bretonischen Küche. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Der Feinschmecker. Wer ist es? Wo ist er? Der Feinschmecker? Keine Chance. Ich weiß nicht, was euch hierher geführt hat, aber ich werde das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Ich nehme das Geheimnis der Identität des Feinschmeckers mit ins Grab. Sicher? Für die dunkle Bruderschaft, das lässt sich leicht einrichten. Die dunkle Bruderschaft? Jetzt wartet doch mal, nicht so hastig. Mein Freund würde doch sicher nicht von mir verlangen, mein Leben in Gefahr zu bringen. Oder? Also, sein Name ist Bonolov. Er ist ein Ork. Der Feinschmecker ist ein Ork. Er ist im Gasthaus zum Nachttor. Mehr weiß ich nicht. Und jetzt lasst ihr mich gehen, oder? Aber natürlich, Anton. Ab Dank. Gut, in Ordnung. Wunderbar. Gern geschehen. Dann mache ich mich mal auf. Have you come to taste my potion? Ein Ork? Ingredients? Ich. Ja, erstmal eine neue Stufe. Also Ausdauer hier skillen, das war ja das Problem. Der ist schon immer noch. Warum kann ich das tun? Verzauberung war auf 77, ey, das ist nicht mehr normal. Zweihändig. Ja, unglaublich. Yeah, Schießkunst. Schleichen. Ich könnte mal echt mal bei Schleichen skillen, aber. Nee. Redekunst. Du kannst 500 Goldstücke in einen Ladenbesitzer investieren und sein verfügbares Geld dauerhaft zu investieren. Ich glaube, ich mache das mal. Okay, das geht erst bei 90 mit dem Hehler. Alchemie. Oh, da habe ich ja noch gar nichts geskillt. Oh. Beschwör. Auch nicht. Oh. Durch das doppelte Wirken eines Beschwörungszaubers hält dieser länger an. Eigentlich nützlich, ne? Eigentlich echt nützlich. Ich mach das hier. Erstmal muss ich ja das skillen dafür hier. Ja, und dann brauche ich noch den Dolch. Huch. Was hat man? Iron Flash? Was ist das mit der Eisenhaut, oder? Warum heißt denn das jetzt Iron Flash? Detect Life? Was habe ich denn getan, dass das plötzlich in Englisch ist? Bücher. Genau, ich sollte die auch mal lernen. So, Magie. Erstmal die Beschwörung hier, den Feueratrinarchen packe ich mal raus und mache dafür den Frostatrinarchen rein. Wiedergänger. Bogen, aber da wird kein Bogen angezeigt, sehr wunderbar. Steadfast Word. Okay, das sind Schreierkräfte.
Störung, Illusion, Veränderung. Alle. Ja. Ich brauche trotzdem diesen Dolch und so, genau. Jetzt will ich das auch haben. Okay, was ist. Bitte lasst mich in Ruhe. Ja. Jetzt muss ich erstmal ein paar Stunden wieder warten, damit es wieder Nacht ist. Ja, vielleicht sollte ich noch ein paar Stunden mehr warten. Ja, okay, das reicht auch nicht. Während wir hier so sind, also mein erstes Essen in der Mensa, ich vertraue der Mensa, ja, dass die nicht so schlecht ist. Bitte lasst mich in Ruhe. Sorry. Ich vertraue der, ja, das erste Essen war ja tatsächlich dann Barmi Goreng, was ich gegessen habe. Das war verhältnismäßig, denke mal, viel teurer als andere Sachen. Was haben wir denn hier? 4 Euro habe ich bezahlt für, müssen dann aber auch 400 Gramm Barmi Goreng gewesen sein. Der hat ein Bier bei sich? Kocht im Lika Kochmütze. Ring ist wertvoll, goldener Ring, war ja. Vielleicht könnte ich. Ja, quasi so tun als. Also, ich meine ja nur. Kommt der Atmosphäre quasi zumute. Weil es hier ja quasi so aussieht, als würde er schlafen. Wie man sieht. Ne? Wird man nicht denken, der wäre tot. Finde ich. So. Was ist los? Nacht? Ah, es ist ja Nacht. Wo seid ihr? Hallo? Hallo? Ich? Ich kann nichts tun! Ich kann gar nichts tun! Enter, Escape! Tab, Alt! Q! Tab, zurück! Kann man ja nicht richtig drehen, ne? Nein. So. Ich kann gar nichts tun. Das hat sich gerade festgebackt. Ja, sorry, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Versuch, hier aufzunehmen. Vielleicht funktioniert das ja diesmal ohne Bug. Wir versuchen, in diese Stimme einzufinden. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogen. Was gibt's denn? Ihr da. Wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markart nähert? Ich bin ein Reisender, ich habe Fragen. Ich suche nach Arbeit, ich habe nach einem Haus in Markart gesucht, was ich kaufen kann. Ich bin ein Reisender, ich habe Fragen. In Ordnung, ihr dürft euch dem Thron der Trauer nähern. Aber passt auf, was ihr sagt. Ich möchte mit euch über Kalselmo sprechen. Kalselmo? Was ist mit ihm? Ah, er hegt Gefühle von euch. Was haltet ihr von ihm? Was ich von ihm denke? Er ist ein seltsamer alter Mann. Schnüffelt ständig bei den Ruinen rum und vergeudet Zeit in seinem Museum. Scheint recht nett zu sein. Offensichtlich intelligent. Warum fragt ihr? Ach du, ich war nur neugierig. Wir wollen ja nicht so direkt reinstürmen. Ihr seid ja seltsam. Ich hörte, ihr wart bei der Hochzeit der Cousine des Kaisers in Einsamkeit. War ich. Bei den Göttern.
Das muss ja furchtbar gewesen sein. Ganz schrecklich. Aber doch gerade Arbeitsbeginn. Schöne Schicht. Doch egal, ob sie in der Stadt sind. Wir bekämpfen sie dort, wo sie leben. Dann müssen wir nicht hier gegen sie kämpfen. Sie leben auch hier, mein Herr. Das versuche ich euch zu sagen. Hallo. Ich bin Igmunds Onkel und sein Vogt. Ja, hier ist eine Lieferung von Botela. Oh, ja. Danke. Hier, bitte. Etwas Gold für eure Hilfe und eure Verschwiegenheit. Ich habe Briefe zu schreiben. Okay. Trank des Hengstes. Ich berate Igmund genauso, wie ich seinen Vater beraten habe. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jarl Igmund. Ihr sprecht mit Igmund, Sohn des Rolfdier, Jarl von Markarth. Seid ihr der Jarl? Ich suche nach Arbeit. Seid ihr Söldner? Leute wie euch kann ich nicht leiden. Keine Ehre, keine Loyalität. Doch. Zuverlässig. Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Natürlich, ich bin meine der Kundschafter haben einen Hero der Gefährten. Der Abgeschworenen aufgespürt, die sich in ihren blutdurchtränkten Lagern verstecken. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Wir werden sehen. Ich möchte ein Haus in eurer Stadt kaufen. Ich kenne euch nicht. Und ich verkaufe die wenigen Gebäude, die wir haben, nicht an Fremdlinge. Doch falls ihr arbeiten wollt und euch als verlässlich erweist, werde ich euch vielleicht als würdig erachten, hier zu leben. Mein Vogt wird sich dann um den Rest kümmern. Okay, die Drachen sind nach Himmelsrand zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Wir haben einige Vorteile, falls sie hierher kommen. Die Stadt wurde in einen Berg hineingebaut, also ist sie schwer zugänglich, selbst aus der Luft. Und alles besteht aus Stein, selbst die Betten. Wir werden hier keine Probleme mit dem Feuer eines Drachen bekommen. Das ist eigentlich ziemlich ungemütlich, ne? Hat der Krieg von Markarth schwer getroffen? Hier hat alles angefangen. Diese Rebellion. Als das Kaiserreich Reach während des großen Krieges verloren hatte, verzweifelten wir. Wir versprachen einer Nordmiliz freie Ausübung ihres Glaubens im Austausch für ihre Hilfe bei der Wiedereroberung der Region. Dann kamen die Elfen dahinter. Wir sahen uns gezwungen, sie alle zu verhaften. Ulfric Sturmmantel, ihr Anführer, sah das Ganze als Beweis dafür an, dass das Kaiserreich Himmelsrand im Stich gelassen hatte. Ach. Die Rebellen nannten es den Markarth-Vorfall, der Gründungstag der Sturmmäntel. Damit begann dieser Krieg erst so richtig. Der Marktplatz wurde angegriffen übrigens. Meine Wachen haben mir davon berichtet, arme Margret. Und Augenzeugen zufolge hat der Täter unseliges Zeug gebrüllt. Er sei ein Abgeschworener. Ich will eins klarstellen. Markarth hat durchaus seine Probleme. Erdbeben! Es finden sich keine Abgeschworenen in dieser Stadt. Die stellen nur da, wo sie leben, eine Gefahr dar. In den Hügeln und entlang der Straßen. Überall sonst üben wir die Kontrolle aus. Also irgendwie sind die Erdbeben ziemlich häufig. Warum habt ihr den Nordmiliz verhaftet? Das Weißgold-Konkordat. Der Vertrag, den wir nach dem großen Krieg mit den Elfen schlossen, untersagt die Anbetung von Talos. Aber das hatten wir Ulfric und seinen Männern versprochen. Im Nachhinein mag es töricht erscheinen, doch damals hofften wir, dass die Elfen es nicht herausfinden würden. Als sie es dann doch herausfanden, hatten wir die Wahl. Entweder Ulfric und die Miliz verhaften, oder ein weiterer Krieg mit dem Altmeribund. Die Entscheidung fiel uns leicht, und jetzt gefährdet Ulfric den trügerischen Frieden, für den wir so viel geopfert haben. Das Kaiserreich hat Reach schon einmal verloren? Wie das? Als der Altmeribund in die Kaiserstadt einfiel, hat die Armee die anderen Provinzen so gut wie sich selbst überlassen. Viele der unzufriedenen Einwohner von Reach nutzten die Gelegenheit, um das Kaiserreich zu entmachten und gründeten ein unabhängiges Königreich, wie sie es nannten. Es war nicht viel mehr als ein chaotischer Aufstand. Aber Reach unterstand 2 Jahre lang nicht mehr der kaiserlichen Autorität, bis wir es zurückeroberten. Doch die Anführer des Aufstandes schlugen unsere Friedensangebote aus. Sie flohen in die Hügel und wurden zu den Abgeschworenen. Habt kein Erbarmen mit diesen Abgeschworenen. Verstanden? Ja, das werde ich schon sicherlich nicht haben. Okay, irgendwie sind die Erdbeben ziemlich häufig. Da muss ich echt noch was gegen tun. Ich meine, an sich stören die häufigen Erdbeben mich nicht. Aber die ganzen Objekte gehen. Das ist ja mal Ich bin der persönliche
ihr Schmied des Jahres. Das heißt aber nicht, dass ich euch nicht ein paar Stücke zu einem fairen Preis verkaufen kann. Ich erwäge den Kauf einer Rüstung. Könnt ihr mir eine empfehlen? Kommt ganz auf eure Bedürfnisse an. Leichte Rüstungen sind gut für die Reise. Weniger Ballast. Eine schwere Rüstung lastet auf euren Schultern. Aber kein wahrer Krieger verzichtet darauf. Wenn ihr eine schwere Rüstung wollt, hätte ich da vielleicht ein Geschäft für euch. Ich brauche ein Dedra-Herz. Der Jarl will, dass ich sein neues Schwert im Blut abschrecke. Besorgt mir ein Herz. Ihr bekommt eure Rüstung. Was meint ihr? Klar. Gute Jagd. Welche Waffen schmiedet ihr? Alles Mögliche. Habe 10 Jahre mit meiner Schwester Gors an der Armee gedient. Es gibt keine Waffe, die wir nicht kennen. Habt ihr sie schon kennengelernt? Sie betreibt die Schmiede bei der Schmelzhütte. Ihren Lehrling könnt ihr ignorieren. Völlig unbegabt. Mhm. Also gut. Ja, hier auch alles Chaos, ey. Dass der Eimer da noch steht. Das ist ein Wunder. Oh, hallo. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Oh, sorry. Zutritt, also verschwindet. Ich entschuldige mich. Will ich jetzt aber ganz schnell. Also. Was haben wir denn hier? Das ist meine letzte Warnung. Verschwindet oder bereut es. Ja. Ihr habt hier keinen Zutritt, also verschwindet. Was ist denn hier? Hier ist auch nix. Ha. Was ist hier? Hier ist die Schmiede. Ja. Euer wölfisches Grinsen macht mich. Was habe ich hier? War hier nicht die Kochstube? Ey, was hier passiert? Extremerdbeben oder was? Hm. Ist das so ein Stein? Nein. Aber es gibt immer noch einige wenige Gegenstände, die auf den ursprünglichen Positionen sind. Kümmert euch nicht. Es sind Fegen sie ja alle. Nervös, wenn sie nichts gegessen haben. Ja. Ja? Ja. Vorsichtig! Ach, hallo. Have you come to taste my portions? Then, if you'll pardon me, I need to update some leaflets. It occurred to me that another advantage of my potions is being able to distinguish between health and magicka by virtue of taste. And before you tell me they have different colors, let me remind you that in the cauldron of battle, one does not have time to inspect his body. Yet if he sips and recognizes the flavor, he will know which of my potions he imbibes. Mhm. Oh ne, da erlesener Geschmack. Ah ja. Und niemand interessiert, dass der Tod ist. Guten Morgen. Morgen. Die Talmor wissen, dass man mit Talus Anhängern macht. Ja. Wieder ein Netbeam? Nee, doch nicht. Hallo? Und nicht mehr. Naja, ich würde sagen, was ist denn da oben? Ach, das Dwemer-Museum. Ja, da gehen wir später vielleicht mal rein. Ich mache einen Cut und gucke in der Zwischenzeit, wie es mit den Erdbeben hier ist. Also bis dahin. Tschüss.